Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei RimWorld, wo wir gerade noch, uns erholen davon, dass wir gerade vom Kultisten geraidet wurden, während hier Fleischbisschen aufgetaucht sind. Hast du vor, bei uns da reinzulaufen? Sei ehrlich. Hm? Nein, du patrouillierst ja lieber. Okay, das ist auch alles medizinisch. Reinige mal die Krankenstation. Hey, William, ruh dich aus, bis du geheilt bist. Warum isst du das gerade roh? Ich habe das extra repariert. Immer noch übersinnliches Brummen. Erschöpft. Behandeln. Aber alles, was blutet, wurde gestopft. Und ich hab's. Ich muss Bettruhe doch nach oben machen. Oh, wie sieht's mit dir aus? Du hast doch kein linkes Bein mehr. Es ist bewegen noch weniger. Ja. Macht dir nicht auch Schmerzen? Ja. Ich hoffe, dass er die Wundinfektion bekämpft und wir nicht sein linkes Bein nehmen müssen. Ihr füttert die, gell? Hoffe ich. Sie wurde nicht gefüttert und geht dann selber los. Es wird sich um die gekümmert, das ist ja schon mal was. So, bekehren. Einer von uns. Was? Erkenntnis gewinnen pro Studium. Je besser die Eindämmung, desto mehr kann der Forscher gewinnen. Ja. Du bist nicht normal, kann das sein? Studieren. Kann ich das bei allen machen? Ja, ich kann das nur bei dir. Was bist du? Verbannte hübsch. Sozial. Verbannte ist das vielleicht. Aber erst wurde sie ausgesetzt und dann wurde sie verbannt. Oh. Hübsch, hat die vielleicht so ein Metallviech in sich? Oder weil sie... Also erstmal bekehren und dann... Jetzt haben wir auch einen, ob er derjenige ist, für den er sich ausgibt. Ja, nee. Was... Wir schauen die an, die hat sogar 57. Das. Okay, aber sie wird die Wundinfektion überleben. Dann schauen wir mal an, was die so macht, nicht? Kapsel aufgekeimt. Das ist das erste Mal, dass ich einen Gefangenen habe, den wir untersuchen können. Das heißt, die zählt schon als irgendwas. Der hat ja auch den Kult.
Fang ein. Und ich möchte bitte füttern. Danke. Aufpassen, dass die da nicht irgendwas Seltsames an der macht. Sondern sollte sie wenigstens überleben. Medizinischer Notfallskala. Ja, unter Ernährung. Das haben wir schon. Behoben. Verbesserte Lampen ist schon durch. Das ging schnell. Wieder laufen. Medizinischer Notfall, warum? Extrem. Okay, er überlebt sie und wir müssen ihm nicht sein Bein nehmen. Jedenfalls sieht es gerade so aus. Nach dem Blutbad hier ist das auch etwas. Unterdrücken. Das geht schnell. Ja, unsere ganzen Unterdrücker, warte. So, ihr seid die einzigen, die gerade noch machen können. Unterdrückt es. Drückt mal schneller! Wir müssen alle unterdrückt werden. Wenn ich will passieren, wenn wissen, was passiert, wenn der Mutierer sich ausbreitet. Bei denen könnte ich mir vorstellen, dass ein Haufen böse Klone erstellt werden. Aber der wird doch alles mutieren. Oh. Ich vermisse meine Zunge. Oh, du Arme. Da müssen wir wirklich hier weiter forschen und bald bionische Zungen machen. Oh, ich vermisse meine Zunge. Stört. Ah, du bist auch noch unterernährt, oder? Ja, sobald wir bionisch können, werden unsere Leute wieder ein paar Körperteile bekommen. Aber solange hier unterdrücken. Oh, warte, du nicht. Du bist unser der Typ, der immer bekehrt wird. Was wir da... Romane. Nee, wollen wir nicht. Puh. Da müssen wir hier schön forschen. Zwei Splitter. Wir haben nur einen, gell? Ja. Weil wir hier einen verbraucht haben, unnötig. Und ich möchte jetzt gerade nicht die Leere provozieren. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, während unsere Kolonie noch am Heilen ist. William? Was hast du? Starke Erwartungen. Gut, ihr wollt weitermachen. Also das... Dass du wegen der Prellung hier nicht weitermachen willst. Bei Williams kann ich es ja noch verstehen. Er hat noch immer eine Wundinfektion, die gerade runtergeht. Und wir gehen Haufen Schaden. Aber der Rest... Also. Nicht mehr traurig umher. Das hören wir doch gerne.
Wurde deine Waffe reingetragen? Deine Waffe wurde reingetragen. Wurde sie? Wurde sie? Nein, wurde sie nicht. Bewaffne dich mal wieder mit deiner biokodierten Waffe. Vielleicht muss ich für die ein extra Gefängnis machen. Vielleicht hier irgendwie so ein kleiner Gefängnisraum. Wenn man die untersuchen kann. Ja, bevor wir da reinschneiden, schauen wir erstmal, warten wir erstmal. Oh, Beschmaker, ja. Hungrig. Ich weiß, dass es gerade euch nicht so gut geht. Aber wir sind ja schon dabei, dass es wieder nach oben geht. Wir sorgen ja schon dafür. Aber hast du deinen Rucksack nicht mehr? Doch, hast du. Ah, das ist der zweite, der gebaut wurde. Okay. Müssen wir noch be... Nee, du wirst erforscht. (lacht) 57. Unterkrallkrieger. Komm, wir fangen mit Bekehren an. Ich erinnere mich, dass wir sie untersuchen wollten, dann hier mit Bekehrung das damit machen wollten. Dafür brauchen wir aber auch noch Statuen. Statues? William, was ist los? Stark beschädigte Kleidung. Ah, okay. Das hattest du schon vorhin. Hör auf, so tun, als wäre das was Neues. Dann muss ich ja auch... Vielleicht mache ich hier drin Scheinwerfer. Wie viel kosten die? Die kosten nur mehr Stahl. Und hierhin. Bitte versau die es nicht. Danke. Der Raum kommt zusammen. Bald kann ich euch da reinbringen. Und dann holen wir euch hier durch vielleicht einen neuen Freund. Biofretti. Muss ja gerade auch ein bisschen die Feuerwaffen regeneriert werden. Ich glaube, ich baue noch ein paar von den AKs mit Feuer. Die fast alle tragen. Ah, die haben ihre Waffen fallen gelassen, ja. Gefühlt sind die drin. Außen hat... Was, dein Bein regeneriert? Hunde können Körperteile regenerieren. Oh. Das ist stark. Wenn ich denen dann so Giftkrallen implantiere, werden die dann raus... rausgedrückt? Raus... gegoolt? Von der Stärke her? So, dass sie... dass deren Regeneration stark genug ist, um die rauszudrücken? Das wäre nicht so schön. Dass das nicht abgebaut wurde. Ah, stört mich jetzt. Dass das da nicht reingetragen wird, das stört mich ja auch. Giftmaker. Realisier mal das Wegtragen vom Heu. Die Körper sind uns relativ egal. No really.
Ja. Danke, William. William ist Verlass. Ja, na komm. Hier eins hin. Und dann wird das so groß. Ja, das ist genug Abstand hierzu. Das kann ich in Besitz nehmen. Das ist schon meins. Das ist einfach... einfach so. Alles in Besitz nehmen. Alles meins. Everything, auch das. Auch die Barrikade, die von den Mechanoids gemacht wurde. Alles meins. Ah, ich habe gerade pausiert. Anscheinend... Sag mal den Reis weg. Exos herauf. Ja, nice. Ja, es geht runter. Aber Barry trägt. Barry macht das. Nice. Bin ich noch irgendwo ein Fleischbüst? Wo ist das hin? It's just gone. Ist das in eine Falle rein und ich habe es nicht bemerkt? Wahrscheinlich. Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh. Die Biofretti ist jetzt langsam wenig. Oh, aber hier ist viel drin. Werfe ich mal raus. Warum? Stark beschädigte Kleidung. Sonst geht's gut, ja. Und hat aufgehört. Forschung geht auch weiter, dass wir euch bald bionische Sachen geben können. Machen wir noch eine Skala, komm, wir machen noch eine Skala. Mir steht hier, falls es wieder ein Bösewicht ist. Nein, kein Bösewicht. Einfach einer, der hilft. Ja, und... Ich glaube, wir machen das so. Wir machen Bauen auf 2. Und Schneidern auf 1. Dass du uns, bevor du zusammenbrichst, wenigstens ein paar neue Kleidung machst. Damit wir hier keinen Zusammenbruch deswegen mehr haben. Ach, wir produzieren keine Hosen, kann das sein? Ja, wir produzieren keine Hosen. Alles verbieten, außer... Ach, Olle. Olle, bis du X hast. 5. Das ist das Problem, dass wir keine Hosen haben. Gut, und dann schau ich mal, ob du jetzt schön anfängst zu schneidern. Nachdem du deinen Spaziergang spielt Hufeisen. Und Essen, ja. Fell-T-Shirt, sehr gut, funktioniert. It wäre. Es war etwa die Neutralen, die wir böse gemacht haben. Und immer wieder böse machen, weil wir dann auch Leute von denen klauen. Woher die auch immer wissen, dass wir das waren, die ihre Leute geklaut haben. Und Zähne. Dach abreißen. Gut. Strom ist schon verbunden.
Strom ist schon verbunden. Perfekto. Es braucht ja noch ein bisschen, bis es fertig ist. Das heißt, dauert auch noch ein bisschen, bis wir hier wieder Leere provozieren. William. William. Schweres MP. William nicht nur so ein Feuerding? Angriff. Alter, ist die schnell. Defenker, blutest du? Du blutest nicht, okay. Nahkampf. Ruhlklaue. Alter, könntest du K.O. gehen? Ja. Geh dich heilen. Nahkampf. So, behandeln oder Medizin schnell. Ich wollte nicht, dass du stirbst. Oder noch ein Bein verlierst. Fang ein. Skala, wir brauchen hier noch einen Arzt. Und ihr könnt wieder gehen. Die hat viel ausgehalten. Behandeln, los. Okay, da kommt schon Medizin an. Kannst wieder dein Zeug nachgehen. Fang ein. Können wir jetzt den weiter fertig behandeln. Dann verlierst du auch noch ein Bein. Was die dich alles machen lässt, hä? Alles deren Schuld. Was hast du jetzt verloren? Nur ein Bein? Nur ein Bein. Und das Auge von vorhin. Materie wird es noch ewig dauern. Rekrutieren, wenn du immer sowas machst. Wir wollen dich doch nur in unserer großen Familie aufnehmen. Und dir eine neue Zunge geben. Kann dir keine. Aber ich kann dir keine Zwischenzunge geben. Warum medizinischer Notfall? Wegen schwerem Blutverlust? Ich sehe sonst nichts. Mit einem Bein wirst du das bestimmt nicht nochmal machen. Ein Fluchtversuch, hä? Ja. Will den doch nur zerstören. Ich brauche noch einen Splitter. William, wie geht's dir gerade? Du hast ein Auge weniger. Kannst trotzdem mit denen handeln. Und dein Sprechen ist 100%, nur dein Sehen ist ein bisschen runter. Ja, ihr verkauft keine Splitter oder Bauteile. Man braucht Unsichtbarkeit der Wiedergänger. Also nichts. Armprothese. Ihr Gold. Aber Schamanenhändler. Schamanenhändler hätte ich mir nicht mal anschauen müssen. Wer? Gala. Rechtes Bein.
Ja, das können wir nehmen. Aber bisher scheint es so, als würde sie es überleben. Ihr freut euch, dass ihr hier schön in Hellen abbauen könnt. Ja. Wenn ihr mal abbaut. Wenn ihr mal abbaut. Also was, wir brechen die hier ab und stoppen das fürs Erste. Und dann mach mal große Skulpturen, wie du für immer alles verbieten, außer Holz. Dann kann er seine Kunst ein bisschen da hochleveln, bevor er den Rest macht. Ja, der muss erstmal wieder seine Kunst hochleveln. Organ, ja, Organzerfall, das können wir easy beheben. Außer natürlich ist es überall. Linke Lunge, rechte Lunge. Linke Niere, rechte Niere. Haben wir noch ein Herz? Wir haben noch ein Herz. Ruhe dich aus, bis du geheilt bist. Reinige die Krankenstation. Und priorisiere die Operation. Ah, die Medizin hatte ich verboten. Das ist ein großer Organzerfall. Mit allem? Will ich doch nur deaktivieren. Besucher. Oh, ich dachte, Organhandel wäre, Organersatz wäre schief gegangen. Ah, der ist noch neutral. Habe überlegt, vielleicht könnte ich mir da ein paar Organe holen. Aber nein. So, zur Not hole ich mir einfach hier mit ein paar Organe. Das funktioniert ja auch. Und wir haben noch einen Haufen in der Hinterhand. Okay, jetzt geht's zu den Nieren. Nieren kannst du auch zur Not nur mit einer leben. Aber es funktioniert, 1A. Okay. Beefmaker, trag mal ein bisschen Heu rein. Wisst ihr was? Wishmaker bleibt mal in der Heimat. Zum Transportieren. Muss gerade nicht raus. Wieder laufen. Gut. Jetzt das Wichtigste, das Herz. 1A, das ist einfach guter Arzt. Ja, 17 Medizin, einfach sehr guter Arzt. Deswegen wird sie ja kopiert. Because she is just that good. Bist du eigentlich? Du bist normal. Jedenfalls vom Gentyp. Irgendwas ist seltsam mit dir. Unterschärfe ist richtig. Gut, wir brauchen. Okay. Wir essen das Schaffleisch doch gar nicht mehr. Nur du. Nur du. Kann ich irgendwie Ghoul-Essen machen? Nein. Vielleicht. Wie heißt das? Kryostase-Kapsel. Wenn ihn so lange einfrieren, bis er gebraucht wird. Es geht schon relativ schnell runter.
Wir können hier noch den Lego anzähmen. Vielleicht, wenn wir Schweine bekommen. Schweine sind ja rein vom... So gut. Vom Essensproduktion. Okay. Ich glaube, wir müssen hier überall Stoff hinzufügen. Nicht stoppen. Details, oh, Staffel. Stoff. Weil wir nicht mehr so viel Wolle haben. Weil die wahrscheinlich gerade auch so davor etwas geschlachtet werden. Die freuen sich bestimmt hier auch über ihr ganzes. Über ihr ganzes Blut. Da wäre der Mod gut, der dafür sorgt, dass im Regen alles, was draußen ist, weggemacht wird. Oh, du hast schon keine Brocken mehr. Und das Schaf hat Junge zur Welt gebracht. Yay. Ihn zu verlieren wäre halt blöd, weil er uns einen schönen Splitter gekostet hat. Ist mehr Forschung. Dauert noch ein bisschen. Das hier dauert gerade auch noch ein bisschen, weil gerade wieder Anbausaison ist. Wie sieht's mit unseren... Wir haben noch Organe. Wir haben noch Organe en masse. Ich glaube, wir kopieren jetzt Scala nicht mehr. Ich glaube, das reicht. Das erste mit ihr. Auch wenn natürlich dann... Nicht noch... Ich dachte, wir hätten noch eine andere... Wir haben nur eine andere ohne Tentakel? Also nur eine ohne Tentakel? Wirklich? Ah. Irgendwann haben wir die. Ja, dann Bein. Wenigstens soll ein bionisches Bein müssen wir ergeben. Oder halt sie hier hinsetzen, wo sie nicht so viel rumrennen muss. Ja, Öden, diese aus Beton. Auch noch? Nein, geh nicht. Und dann muss es auch mal gereinigt werden. Ja, den Track hast du selber gemacht. Riftmaker, du bist doch auch schon... Ah nee, du bist Pyromane, dich möchte ich nicht. Sissy hatten wir überlegt zu kopieren. Gegen den hohen Fernkampf von Pflanzen kann nicht schlecht sein. Konstruktion ist auch nicht schlecht. Und Konstruktion, mit Kunst kann man später viel Geld machen. Im Vergleich zu Yayo natürlich nicht, aber es ist dann einfacher. Zum Beispiel mit nachwachsendem Holz. Mir sogar schwer Zusammenbruch. Ja? Ist schon wieder weg. Was? Du hast nichts Neues bekommen. Ach, die sind noch Arbeitwärter. Nein. Ich möchte nicht, dass ihr Wärter seid.
Ja, das ist ein bisschen schwierig, die alle dann mit so drei Stück damit zu betreten und dann denen alle gleich viele denen zu geben. Vielleicht kriegt jeder nur vier elektrische Inhibitors. Oder drei hinten. Also bekommen ja alle einen Abstand. Bettler brauchen Ressourcen, was wollen die denn? 700 Silber. Nee. Könnt ihr euch ein paar, jeden eine Niere und einen Lungenflügel entnehmen und dann kriegt ihr das? Wäre das ein fairer Tausch? Dann würdet ihr mir was dafür geben? Nein? Wollt ihr nicht? Schade. Ja, die inhumane Statue wollt ihr aber auch nicht von jemandem mit null Kunst. Es tut nicht so. Ah, der hat kein linkes Bein mehr. Dann wird es wahrscheinlich doch nichts mit dir kopieren. Schade. Vielleicht jemanden, den wir hier rausbekommen. Ich baue mir mal das hier ab. Ja, danke. Dann können nämlich unsere Bauer hier schon was machen. Stimmt das? Nur drei, ein Platz. Hier drei. Stimmt nicht, oder? Ja, hier. So. Ja, stimmt. Es stimmt. Gut. Hier, Fretti, Wand. Von denen hier gemacht. Also ist unsere schön größte Bio-Freddy-Produktion. Ich glaube, drei mittlere sollten dann aber auch gut gehen. Habe ich jedenfalls. Naja, wir wollten hier hinten zwei Abs Stand haben. Ja, Stromleitung hier lang. Das wird nicht zusammenstürzen, oder? Ich glaube, durch die Säule. Ja, durch die Säule wird es nicht da einstürzen. Ich möchte sehen, wie 600. Das ist viel besser als Sandstein. Und es ist eine sich regenerierende Ressource. Oh, hier liegt sogar ein R13. Widerstand geht hier runter. Nice. Und bei dir die Religion? War, glaube ich, schon mal niedriger. Meine Forschung geht auch weiter, das höre ich auch gern. Esel schließen sich an. Wisst ihr was? Glaube, ich will sogar zwei Esel haben. So, dann können der Junge. Anleihen, Anleihen.
Oh, alles wurde reingetragen. Wird mal was getragen. Wuhu. Am Schaffleisch geht stark runter. Ja, dann haben wir bald. Okay, jetzt haben wir die 10. 7 Ziegen kümmern. Dafür kriegen wir 42 Glitzermedizin. Und wir können sie so lange melken. Nee, wir haben niemanden, der wirklich gut mit Tieren ist. Deswegen lasse ich das mal. Esel habe ich auch nur, dass wenn wir irgendwann eine Karawane machen, wir ein paar Tragtiere haben. Oh. Das ist tief gefallen, unsere Anzahl an Bauteilen. That's not good. That's not good at all. Dann wird hier auch noch was verschwendet. Geht ja gar nicht. Optionen verkleinern. Und so erweitern. Was kann weggetragen werden? Oh, aber ich finde es auch gut zu sehen, dass wir so viele Sandsteinblöcke haben. I like to see that. Absolut loyal. Aber den kann man so ein bisschen was kaufen, gell? Aber nichts Gutes. Und Randy schickt uns schon lange keine Großhändler mehr. Oder andere Händler im Weltall. Haben wir nichts Schönes? Wir haben doch genug Silber und zu handeln. Und Organe zu verkaufen. Will doch nur ein paar Bauteile. Du brauchst zwei Hightech-Bauteile. Brauchst gar keine Hightech-Bauteile. Oh. Warte, waren es 20 Bauteile? Habe ich das richtig gesehen? Acht. Ach, 20 Gold. 20 Gold haben wir, oder? Ja, haben wir locker. Da werde ich vielleicht ein, keine Ahnung, Silber-Shelf hier machen. Irgendwelche Regale. Aber da muss ich dich einstellen. Auch wenn ich das einfach kopieren könnte. Nee, nee, lassen wir das so. Da haben wir noch keine Lagerprobleme wirklich. Vielleicht ein Lager für Kleidung. Weil hier sind ja nur gute Kleidung, die ich nicht unbedingt verkaufen will. Dass du ein Bein verloren hast, ist blöd. Bionische Beine zählen halt, glaube ich, nicht als was Natürliches, was wir damit kopieren können. Dann. Ah, ne, warten wir, bis wir sie rekrutiert haben. Es war bei Diverses. Wo ist Diverses? Das Diverses. Ja, war bei Diverses. Und dann bauen wir das dahin. Das kann man ja auch versetzen. Wollen wir den versetzen? Egal. So, Bergarbeiter, ihr habt jetzt hier noch und das. Ist wirklich näher von der Luftlinie als das? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Du trägst den jetzt nur. Barry. Barry, mein Freund. Bau doch hier ab.
Er ruht sich aus. Okay. Mutterschaf ist wieder trächtig. Ja. Ja, ja, ja. Und eine neue Reisladung. Irgendwann könnte ich auch diesen Reis hier auch in Mais umwandeln. Und dann mich nur vom Mais ernähren. Und hier Notfall haben. Notfall essen. Weißt du, dass Mutterschaft richtig ist? Das passiert die ganze Zeit. Essen sollte doch reichen, oder? Hoffe ich. Ja, der kleine C. Haben wir irgendwen, den nichts fehlt? Dir fehlt nichts. Du hast. Ja, du bist aber habgierig. Das wollen wir nicht unbedingt haben. Du bist bald rekrutiert, das sehen wir auch gerne. Dann kann ich mir auch mal das andere Anomaly-Zeug einsetzen. Elektro-Collector. Will ich Strom aussehen machen? Wir haben gerade noch genug anderen Strom. Und das macht nur die Eindämmung wieder weniger. Aber sonst, Nährungsdetektor, Rausch ist ja. Was braucht alles Splitter? Alles braucht Splitter. Hattest du auch Splitter? Ja, du brauchst auch Splitter. Ja, sobald wir das fertig haben, werden wir wieder Leute anfordern. Oder müssen die sich hier erstmal durchbauen? Wirklich einen abbauen und dann wieder gehen? Nee, du baust dich jetzt hier durch. Nee, sowas ist mit dir. Hungrig, dann isst doch was. Wir haben hier Essen. Auch wenn es nicht mehr so viel Schaffleisch ist. Wie sieht es hier mit der Rekrutierung aus? Hm. 3.1. Bald. Berry. Wo sind meine ganzen Feuergewehre? Sind ja alles hier kaputt gegangen? Wahrscheinlich. Goddammit. Ja, nimm die Schrotze. Oder die hier. Was sind diese? So, bringen wir das hier ab. Oh, sind das viele. Griff. Olsen, du musst halten. Nein. Hey, warte, ich muss mal kurz Codex. Okay, das sind Einser. Los, Olsen. Behandlung Medizin. Behandlung Medizin. Oh, behandle ohne Medizin. Behandlung Medizin.
So, ihr könnt schlafen gehen. William, pass mal hier über die auf. Er kitet! Er kitet Olsen! Hör auf zu kiten! Der ist ja viel schlauer als die anderen. Ja, wir wollen den einfangen, aber erstmal sollen die aufhören zu bluten. So, hilf mal hier. Und das abbrechen. Okay. Wähle einen Dämmungsort hier. Wähle einen Dämmungsort, den haben wir ausgewählt, gell? Hier. Ja, jetzt ist es nicht mehr so schön, wenn hier noch jemand ist, der schießen kann, hä? Augustin, du kannst wieder gehen. Ja, und... Eindämmungsort, den hier. Wir. Eindämmungsort, den. Wem hattest du was in? Nur das ein bisschen was mit dir ziehen. Ja, dann behandle ohne Medizin. Nein, er ist nicht wieder aufgestanden. Der wollte es aber wirklich haben. Guck mal hier, und beschützt mal den William. Guck mal hier hin. So, behandle ohne Medizin. Übernehmen das noch und dann kannst du auch schlafen gehen. Während Olsen über dich wacht. Gut. Eindämmungsort. Und danach kannst du schlafen gehen. Olsen hat sich schon wieder voll geheilt. Eieiei. Oh nein. Okay, darum müssen wir uns gleich kümmern, aber in der nächsten Folge machen wir das. Wenn ich das gerade sehe, geht die auch schon wieder lang. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr Spaß hattet, lasst ein Like und das Kommentar da. Und herzlich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.